Seine Zeit im Landtag ist vorbei. Nach 10 Jahren als Abgeordneter scheidet der SPD-Politiker Marco Brunotte aus. Jetzt muss er noch klar Schiff machen in seinem Wahlkreisbüro. Es gibt noch so einige Termine in der nächsten Woche und ich habe schon mal einen Plan gemacht, was wir noch zu besprechen haben, bevor der Letzte das Licht ausmacht und den Schlüssel abgibt. Brunotte hat seinen Wahlkreis Langenhagen am Sonntag nicht gewinnen können. Und der gute Platz auf der Landesliste war wegen der vielen SPD-Direktmandate wertlos. Ein toller Wahlsieg für die SPD, sagt er, aber mit bitterem Beigeschmack für ihn persönlich. Es ist dann in den ersten Tagen sicherlich erstmal eine verdammt komische Zeit, weil man sieht, es hat wenig von dem, was davor relevant war, noch Relevanz. Und man muss dann tief in sich reinhorchen, was mache ich jetzt damit, wo will ich hin und wie kann ich mich neu sortieren. Das ist sicherlich schon erstmal so eine Situation, wo sich von heute auf morgen alles verändert. Neu sortieren muss sich auch sein Mitarbeiter, zuständig für Termine, Veranstaltungen oder Sitzungsvorbereitungen. Ich habe nächste Woche einen Termin beim Arbeitsamt. Das ist ein vorgegebenes Verfahren. Wir sind schon vor Wochen informiert worden, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir werden automatisch zum 30.11. entlassen. Das ist ja auch ein Arbeitszeitvertrag. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Auch er hat es diesmal nicht geschafft. Max Mathiesen von der CDU. Mit dem Blick auf die Keksfabrik in Basinghausen verbindet er einen seiner politischen Erfolge. Vor knapp einem Jahrzehnt drohte dem Werk die Schließung und er kämpfte erfolgreich für den Erhalt. Alleine schafft jemand gar nichts. Das ist immer die Zusammenarbeit, die Freundschaft mit anderen Menschen und natürlich klare Ziele haben. Was möchte ich erreichen? Das war bei mir immer Familie, Arbeit, Soziales. Umso enttäuschter ist er nun von seiner eigenen Partei. Das Direktmandat verloren, der Listenplatz zu schlecht. Die CDU verliert damit ihren sozialpolitischen Sprecher im Parlament. Da muss sich die CDU schon überlegen, ob sie künftig ihre christlich-soziale Wurzel, ihren Arbeitnehmerflügel besser behandelt, damit auch der weiterhin in der Landtagsfraktion angemessen vertreten ist. Auch Brunotte hat sich im Landtag um sozialpolitische Themen gekümmert. Städte- und Wohnungsbau, aber auch Verfassungsschutz und Gefängnisse. Ein letztes Mal kehrt er zu seinem alten Arbeitsplatz zurück. Es gibt noch etwas zu erledigen. Und dann erzählt er eine überraschende Geschichte. Ja, man hat ja die Chance, als Abgeordneter auch viele Bereiche kennenzulernen. Ein Bereich, den ich durch Zufall oder der mich gefunden hat, war die Mongolei. Ich habe dort 3-mal im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit für die Friedrich-Ebert-Stiftung als Dozent, als Referent tätig sein dürfen und habe die mongolische Volkspartei qualifiziert. Und die haben jetzt auch schon angerufen? Na, die meldeten sich dann gleich und sagten, Mensch, jetzt hast du ja Zeit, komm doch mal vorbei. Von Reisen in ferne Länder spricht er nicht. Vielleicht auch, weil Max Mathiesen in Niedersachsen genug zu tun hat. Er will sich weiter sozialpolitisch engagieren und sieht der Zukunft insgesamt gelassen entgegen. Also die finanziellen Verhältnisse sind geregelt. Ich bin weiterhin aktiv als Anwalt, war ich schon die ganze Landtagszeit mit schweren Mandaten, auch mit wohnungswirtschaftlichen Aufgaben über die Familie. Also da gibt es keine Probleme. Marco Brunotte, der gelernte Bankkaufmann, bekommt in den kommenden Monaten ein Übergangsgeld. Jetzt muss er sich erst einmal durchschütteln, sagt er, und neu sortieren. Es gab keinen Plan B, weil Plan A war, weiter Landtagsabgeordneter zu sein. Jetzt ist die Realität eine andere und jetzt wird sich ein Plan B in den nächsten Wochen finden. Vielleicht reist er noch mal zu den Freunden in der Mongolei, sagt er, bevor er im Januar zum ersten Mal Vater wird.